Alles, was mit den Armen oben ist, ist einfach brachial aus. Der Serratus, der Latt, dann die Taille. Es wäre schon ein tolles Ziel, muss natürlich auch realistisch sein, aber ich feiere seine Physik, ganz klar. Jetzt kommen wir Freunde zu einem neuen Video. Wir treffen uns gleich mit Johannes, meine lieben Freunde. Ballern schön fett Arme. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit und nutzen diese Zeit natürlich effektiv für andere produktive Sachen. Ich habe Hunger. Hast du auch Hunger? Nee, ich habe gefrühstückt schon. Aber ich hatte heute nur 54 Gramm Haferflocken. Mit einem Power Tower Frühstück, Freunde. Design Away Protein Complex, Flavin' Tasty. Power Tower, come power. Ein paar Maiswaffeln oder einfach ein Laugenbrötchen. Oh, ich muss ganz sicher. Alter. Ganz sicher, dass du keinen willst. Ja. Die sind schön warm. Ich mach mir jetzt einen Salat. Mann, was will die Fliege von mir? Ich schick die. Hast du gerade erst geduscht oder richtig nach Pferdekacke? Kann ja gar nicht sein. Geh weg. Ich schlag dich tot. Ihr fällt auf sie drauf. Warte, warte. Bleib mal ruhig. Bleib mal ruhig. Sie landet auf dir, dann töte ich sie. Ja, pass auf. Nee, nee, nicht wegschlagen. Hallo. Ich hab doch den krassen Trick. Pass mal auf. Du musst einmal irgendwo landen. Aber nicht auf mir, am besten auf dir. Jetzt gucken manche Leute vielleicht komisch, aber ja, ich mache Beeren in meinen Salat rein. Schmeckt geil. Cranberries. Ist das Thunfisch aus eigenem Saft? Ich glaube, das ist mit Öl. Machen wir noch Tomaten. Nee, Tomaten sind ungesund, Freunde. Wenn du zuerst mal einen Salat essen würdest und danach was Süßes essen würdest, würde es genauso im Magen aussehen. Also, geh mir nicht auf den Nerven. Schaut mal diese Auswahl beim Rewe an, ja? Der Frank ist hier gut ausgestattet, ich sag's dir. Aber Freunde, wenn ihr wirklich maximal sparen wollt, ja? Anstatt hier im Laden mehr auszugeben, bestellen wir Code Johnny oder Code A zu den gewissen Aktionen, die ihr mal auf meiner Instagram-Story seht. Ja, jetzt haben wir sogar 20% auf alles. Freunde, ihr habt 20% jetzt auf alles im ESN-Shop. Mit Code Johnny, Code A maximal sparen. Pada, pada, Alter. Muss ich sparen, Alter. Ich trinke zurzeit echt kaum Energy-Drinks, aber wenn ich eins will, dann hole ich mir gerne auch eins. Und jetzt hier alles ausverkauft. Ist alles nur noch mit Zucker da. Blöd. Blöd, Yusupov. Bruder. Ah, scheiße, ich hätte jetzt meine Pfandflaschen abgeben können. Ich habe so viele Pfandflaschen im Kofferraum. Clean. Es ist clean. Ah. Halbe Packung Chicken. Anabol. Funktioniert. Ist simpel. Laugenbrötchen, Freunde, ab und zu. Ich nehme manchmal nur Maiswaffeln. Laugenbrötchen ist so ein Drehtag eigentlich geil. So, Freunde, wir werden jetzt kurz die Zeit messen. Und zwar, wie schnell kann ich mein Auto putzen? Was ist das für ein Proletenauto? Warum liegt hier ein Schwangerschaftstest? Was? Warum liegt da ein Schwangerschaftstest? Junge, das sind Mücken. Ah, ah. Merkst du? Ah. Ich wollte dich fragen, ob du pünktlich kommst oder ob du noch brauchst. Wir haben noch 13 Uhr gesagt, hier ist doch. Nicht 12? 13 Uhr, Mann, Johnny, Alter, was ist denn los mit dir? Passt, dann haben wir ja noch was zu tun, ist doch gar kein Problem. Weißt du, was ich hier noch gar nicht gemacht habe? Da ich war noch nie in diese Bowlinghalle. Wollen wir mal eine Runde reingehen und nachschauen, was man da machen kann? Ich glaube, das ist richtig so. Nee. So, voll halb. Ey, das ist ja fast richtig gemacht. War fast richtig, ja. Krass, Alter. Wollen wir kurz die Regeln? Regeln? Ja. Komm, ich geb dir noch danach einen Designerbar. Ist doch gut. Oder der Verlierer muss Johannes auf den Arsch hauen. Okay. Arschbohrer? Arschbohrer machen wir auch. Okay, Arschbohrer. Bei Johannes, nicht okay. Johannes bei uns. Soll ich jetzt die Vollen machen? Achso. Ich will eher auf die Halben gehen, ja. I'm coming, René, I'm coming for you. Look at this shit. Weißt du, meine Taktik ist, deine Bälle einfach so scheiße hinzulegen, wie es geht, damit ich scheinen kann, weißt du? Hey. Oh, Weil beide dürfen nicht ins gleiche Loch. Aber jetzt wird's nochmal spannend. Du musst jetzt da rein? Du musst da rein. Ach scheiße, das habe ich angestellt. Ja, herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Ich muss Johannes einen Arschbohrer geben. Ja, doch nicht.
Und René hat gewonnen, meine lieben Freunde. René, herzlichen Glückwunsch. Aber du hast schon ganz kurz Angst gehabt, ne? Wo ich die Lange dann gespielt habe, du hast schon ein bisschen Angst gehabt, wa? Ich habe immer Angst, wenn ich die Lange spüre. Ja, ich auch. Jetzt ist der Moment gekommen, Time to Shine. Wir haben nachgefragt und wir dürfen hier bei, wie heißt es? Big Bowl. Big Bowl. Dürfen wir bowlen. Und zwar für einen TikTok namens Bodybuilder vs. Powerlifter vs. Crossfitter. Ist, glaube ich, schon online, wenn ihr das Video seht. Also, Freunde, ich habe jetzt normale Schuhe an. Was denkst du, was passiert? Was soll passieren? Das ist voll reinscheiße. Ah, okay. Geht schon. Der war schwächer, obwohl ich fester geschlagen habe. Over and out. Freunde, das war's. Freunde, was auf jeden Fall interessant sein wird, wir werden Johannes mal fragen. Soll ich schon anspoilern oder nicht? Die Leute wollen ja auch langsam mal wissen, worum es eigentlich geht, glaube ich. Ja. Also Freunde, wenn ihr bis jetzt zugeschaut habt, was sehr unwahrscheinlich ist, wollte ich mal ganz kurz Danke sagen an dieser Stelle. Und wir werden Johannes jetzt dann fragen, was er meint, was passieren könnte mit mir, wenn wir jetzt demnächst online gehen. Also Freunde, es ist kein Clickbait oder sonstige Sachen, wenn ich dann online gehen werde. Ja? Also es wird auf jeden Fall passieren. Das müssen wir schauen, was da passiert. Also ich bin echt gespannt. Also es kann alles Mögliche passieren, dass ich komplett aufgehe, dass ich ein schlechter Responder bin oder so. Müssen wir einfach schauen. Johann Amjad. Ich klemme jetzt hier mal ganz kurz Crank Focus Pro und Meta X rein und dann geht's ab ins Armtraining. Hast du Lust, Johannes? Johannes schläft gleich ein. Johannes, ich trinke jetzt auch gleich ein bisschen Meta X und dann geht's los. Aber ich mache ein bisschen vorsichtig. Bei mir reichen 200 Milligramm Koffein. Mhm. Und für dich eigentlich... Alter, willst du mich verarschen? Was hast du denn? Digga, einfach... So, hier nochmal an dieser Stelle ein kleiner Disclaimer. Der Crank Focus Pro ist mit nur ab 18. Bitte seid ein bisschen vorsichtig mit dem Koffein, weil so viel braucht ihr nicht. Aber wenn ihr sparen wollt, könnt ihr Gold Johnny benutzen. Oder Johann Amjad. Amjad, das ist eigentlich geiler Code für dich. Amjad. Ich will auf jeden Fall eine Übung für Vizes machen. Die habe ich letztens einfach, weil ich musste. Nur eine Übung? Nein, aber eine will ich auf jeden Fall mit dabei haben. Und zwar quasi aufgedehnte Curls auf der Schrägbank mit der Kurzhantel. Machst du so mal Supersätze oder? Ja, bei dem Wetter, Alter. Hier gibt's nur den wertvollen Content bei Johnny auf dem Kanal. Hier, vor allem kann ich hier auch mal endlich wilde Sau spielen. Einfach mal Scheiße machen. Stimmt, das fällt hier nicht so auf dem Kanal. Das fällt hier nicht so auf, guck nicht so viel. Und das ist nicht mein Kanal. Ja, ist doch ausgezeichnet. Aber weißt du, was kommt? Die Reaction von William. Okay, komm. Wir können hier ganz viele Memes sammeln. Das ist hier der Meme-Kanal. Ja. Als Coach bin ich natürlich auch daran interessiert, dass die Schwächen meines Athleten ausgeglichen werden. Welches ganz klar? Aber vor dem Training siehst du es, 43,5 und 44. Alter, komm, wissen wir bei mir aber auch. Ich bin so flach, ich merke das, wenn ich nicht genug fresse, nicht drauf achte, weil ich tracke keine Kalorien aktuell, bin ich direkt schrumpfig direkt. Was denkst du? 47. 48,5. Ernsthaft? Ja, Alter. Same. 48 irgendwas, ja. Okay. 48,5. Du bist ja auch das erste Mal auf dem Kanal. Das erste Mal auf Johnnys. Willst du dich vorstellen vielleicht für die Leute, die mich nicht kennen? Also hallo Sportsfreunde, ich bin Johannes Lukas. Ich mache YouTube, Social Media. Wie lange schon? Willst du schon? Johannes, hier stehen so viele Memes auf diesem Kanal. Das glaubst du gar nicht. Johannes, Wettschulden sind ihre Schulden. Oh. Tut mir leid, ich hab vorhin gegen René beim Billard verloren. Kannst du es nochmal zeigen, bitte? Vier weiter Ballen, Jans. Dickes Bodybuilding hier, komm. Hopp. Ich finde Bizeps-Training so scheiße langweilig, Alter. Ohne Witz. Siehst du denn bei ihm eine Pro-Card? Zeitnah? Ja, zeitnah auf jeden Fall nicht. Doch, Steff. Gib mir 2 Wochen. Hey, weißt du noch nicht mal, in welcher Klasse starten wir? Schön, Steff, oder? Also je nachdem, was halt passiert, wie gesagt. Ne? Stell dir vor, ich bekomme... Was wird passieren, Mann? Ich hab's in meinem Video auch schon gesagt. Warte, stell dir mal vor. Du siehst genauso aus wie jetzt, bloß halt mehr. Geil. Als ich noch... Geil. Was auf jeden Fall ein Vorteil ist, du kannst diäten, du kannst leichter diäten und du kannst deine Muskulatur besser erhalten. Du wirst sogar noch aufbauen in der Diät. Das heißt, wenn du dich wirklich entscheidest, Dicker, dann machst du vorher erstmal richtig Diät.
laufen. Du musst mit dem Gewicht richtig weit runter. Wie viel denn? Also du wirst eh viel zu schwer. Sag mal, wie fahre ich solche Runden? Du bist jetzt bei? Also 92 würde ich sagen. Also entweder ich bin schon bei 90 oder 91. Muss schon auf 85, 86 runter auf jeden Fall. 85, oder 86 das war Wettkampf-Form. Ja, das ist mir egal. Ernsthaft, das meine ich ernst. Bevor du überhaupt anfängst, musst du mit dem Gewicht runter. So. Schön, schöner Herzog, komm mal. Oh, alter Junge, boah. Gib mir noch einen. Schön. Oh, ich direkt 2 cm mehr. Bodybuilding. Johannes hat wieder Bock auf Bodybuilding. Jetzt zum Raps. Wisst ihr, was ich mich bei Johnny wirklich frage? Ich frage mich wirklich, wie lange würde es dauern, bis du die 200 in der Bank hittest? 8 Wochen? 6 Wochen? Gib mir 2 Wochen. Nee, so schnell geht's dann doch. Liebe Grüße, William. William, mein Lieber, Johnny wird dich im Bankdrücken abziehen. Wenn der wirklich jemand juicet, zieht er dich ab. Ganz klar. Gib mir 2 Wochen, Alter, ich sag's dir. Die Church of Pump ist für dich dann auch willkommen. Fuck. Ey, denn wenn die Arme aufgebummt sind, wirken die Schultern immer noch kleiner. Alter. Ich muss wirklich mal ein Lob aussprechen. Was? Weil die Videos auf deinem Kanal, die neuen, die gefallen mir alle richtig gut. Die haben mich sehr, sehr gut unterhalten. Ich muss auch ganz klar sagen, mit Heiko, als Nebendarsteller, es ist schon äußerst unterhaltsam. Äußerst. Das ist wirklich also schon cool. Natürlich auch mit Kameramann und Cutter im Hintergrund. Ja. Das ist immer ein Team. Das ist ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren. Ihr gebt euch viel Mühe. Du, das ist sehr abwechslungsreich. Habe ich dir so im Real Life auch schon gesagt. Ne? Also ja, gestern und vorgestern, ja. Auch mal zu sehen, wie du im echten Leben bist, wenn du deinen TikTok drehst. Das ist ja kein Fit. Das ist ja, der ist ja wirklich so. Also wenn ihr glaubt, der macht das nur für die Cam, Bullshit. Der ist wirklich so. Der komplett ADHS. Also 70% würde ich sagen. Ich glaube, das ist das Schlimmste. Das nicht vorhandene Schamgefühl. Ja, das musst du aber auch ablegen, wenn du erfolgreich werden willst. Also ich will mal eher sagen, das ist das Positive an mir. Sonst würden die ganzen TikToks nicht entstehen. Aber man muss schon sagen, dass man zugucken kann, wie er sich aufbläst. Das sieht ganz anders aus. Das zeigt doch, dass die Diät gut funktioniert. Weil er vorher schön flach ist und dann ordentlich was sich tut. Danke. Okay. Dann weißt du, okay, der ist auf Diät. So. Streifen. Siehst du Johnny eigentlich jemals auf einer Olympiabühne? Wenn alles 100% perfekt läuft, ihn? Ich muss ja jetzt mal sagen, ich bin ein großer Fan von Johnny. Auch wenn der Oberkörper sehr kurz ist, ein bisschen gedrungen. Kai jetzt, aber wenn er sich aufbaut und die Arme hochnimmt, alles was mit den Armen oben ist, ist einfach brachial aus. Der Serratus, der Latt, dann die Taille. Es wäre schon ein tolles Ziel. Muss natürlich auch realistisch sein, aber ich feiere seine Physik ganz klar. Mit ein bisschen mehr Muskeln sehe ich ihn auch in der Classic-Physik tatsächlich. Und ich würde halt nicht wollen, dass er kein Gewichtslimit hat. Also das ja. Also einfach aus gesundheitlichen Gründen und weil ich gerne noch lange was von ihm haben möchte. Man so wenig wie möglich Risiko eingehen sollte, weil wenn du jung bist, scheißt du auf alles und denkst nicht daran, was irgendwann später ist. Aber wenn du dann 20, 30 Jahre älter bist, wenn du so weit alt wirst, dann sagst du dir, fuck man, jetzt ist mir mein Leben doch mehr wert. Obwohl ich früher geschissen habe. Und das ist halt das Ding. Ja, der Beinbizeps muss auch noch mehr besser werden. Also das geht noch nicht. Das geht noch gar nicht. Ja, wie soll ich denn aufbauen? Ja, trainieren. Und mehr rumänisches Kreuzchen machen auch noch. Habe ich noch nie gemacht. Haben wir noch nie in unserem Plan drin gehabt. Hä, natürlich haben wir schon rumänisches Kreuzchen gemacht. Ja, haben wir nicht. Siehst du, da haben wir noch Reserven. Da, Johannes, da muss er hin. Siehst du das im Spiegel hier? Da. Ah, ja. Da. Oh, leck doch. Warum nimmst du mir eigentlich die Hand weg, du Penner? Fixer. Digga, ich krieg dich kaum umgesetzt. Ja, das muss ein bisschen mehr Crossfit machen. Ich bin in einer aktiven Insuffizienz. Ja. Oh, Junge, Fokus. Du musst deine andere Hand, Johannes, komm. Oder mach die Faust. Let's go, Alter. Wir fangen wieder mit dem linken Arm. Rechts. Wie viel hattest du vorhin? 43, glaube ich, rechts, oder? 43,5, was war das? Hast du gemerkt? Ja, 48,5. Hatte ich, ja. Ja. Die Zuschauer werden es wissen. Ja. Wir machen es übrigens nur für euch, Leute, ne? Ganz ehrlich. Bei uns ist eigentlich egal. Ihr seht, der Arm ist zu dünn. Oh, 44,4. 45. Warte mal kurz. Dicker, jetzt will ich ein
dicksten. 46. Oh. Knapp 46 cm. Das ist schon ordentlich. 45,7. Oh, jetzt. Oh. 45,7. Der rechts ist mehr angeschwollen als links. Komisch, ne? Hast du mehr aufgepumpt. Aber gut, eigentlich gut. Eigentlich gut, weil... Schwäche angeglichen. Ja. Also er fühlt sich an wie 60. 52. Krass. Zeig, guck. So ein bisschen mehr als 52. 52,2 habe ich. Ja, 52. Und dann weiter. Meiner ist zwar nicht besonders lang, dafür aber unheimlich dünn. Wenn ihr noch Aminosäuren braucht, zum Beispiel EAAs, essentielle Aminosäuren... Die der Körper selber nicht herstellen kann, sondern nur durch die Nahrung aufnehmen kann. Dann seid ihr hier auf jeden Fall goldrichtig. Tropical ist mein Lieblingsgeschmack. Deiner? Auch Tropical. Ernsthaft? Wegen Ananas. Ich habe noch nie bei einem Armtraining gefühlt so geschwitzt, wirklich, ohne Scheiß. Ja, das ist nicht mal mit 136 Kilo. Es ist einfach heiß, Alter. Nein, maximale Reps, sagen wir noch 10. Sagen wir noch 9. Komm. Sagen wir 8. 6. Come on. 5. 4. Komm. 3. Komm. 1. Johannes zerstört seine Flasche. Johannes verkauft mir Stoff. Ja, jetzt mal ohne Scheiß, wir haben da in meinem Video gar nicht drüber gesprochen. Bist du komplett bescheuert, mich anzurufen wegen so einer Scheiße? Ohne 2, 3. Oh yeah. Ist der beste Johnny, Alter. Du hilfst so geil, dass man nicht merkt, dass man Hilfe kriegt. Und genauso muss man helfen. 3. Jawohl, so schön. Und dann wieder Druck. Danke, komm. Jawohl, jetzt mit Bodybuilding. Komm, okay. Ohne Sprung. Oh. Krass, wie sich das Gesamtbild verändert, wenn nur die Arme ein bisschen aufgepumpt sind. Boah. Boah. Guck mal an! Schönes Nackensteak, Junge. Lattsteak. Boom! Während ich mir den Johnny noch ein bisschen anschaue, schaut ihr mal bitte unten in die Beschreibung rein. Da steht nämlich alles, was wichtig ist, drin. Code Johnny, Code ARK. Danke für euren Support. Küsschen aus Nüsschen. Bin raus. Ciao, ciao. Küss dein Knie.